Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Mal wieder im UU-Tier und mal wieder nachkommentiert. Und dann drücken wir auch schon mal auf Play, aber pausieren kurz, um uns das gegnerische Team anzuschauen. Ich bin hier wieder vorne und ich habe auch ein neues Team mir erstellt. Und zwar ein Nidoking, ein Skelabra, ein... Oh, wie heißt das Typ, der Vogel jetzt nochmal? Keine Ahnung, Hunchcrow heißt das zumindest auf Englisch. Ein Mega-Ampharos, ein Klefki bzw. Klavion auf Deutsch. Ein Porygon 2 und auf der gegnerischen Seite sehen wir ein Toxiquark. Auch ein Hunchcrow, ich weiß immer noch nicht ganz gut, wie das auf Deutsch heißt. Ein Turtok, ein Amargarga und ein Flogges und ein Flampivian. Und ich fange hier mit meinem Klefki an, wie ihr seht, denn ich habe nämlich prediktet, dass er auf sein Damanitan geht, wegen meinem Klefki. Und ich wollte nämlich, dass er mich eine Feuerattacke einsetzt, damit ich mein Skelabra sicher einwechseln kann und ich dadurch durch Flash Fire eine stärkere Attacke habe. Und deswegen dachte ich, okay, egal was jetzt passiert, ich gehe auf den Fire Blast und es hat extrem viel abgezogen. Es war ein Critical, aber dennoch wäre es ein Turret KO gewesen, auch ohne den Critical. Na ja, kommt drauf an, wie jetzt der random Wert bei mir gewesen wäre. Natürlich jetzt hier Hacks und alles, aber dennoch war eine coole Sache. Hier dachte ich mir, okay, wechsle ich lieber aus, weil ich wollte jetzt keine Unlichtattacke fressen. Und er geht für den Sucker Punch perfekt, weil der hat dann keine Wirkung, weil ich ausgewechselt habe. Er wechselt natürlich aus, war klar, hätte man mit rechnen können. Und ich gehe aber dennoch auf den Thunderbolt, was trotzdem für ein Florges extrem viel abzieht, ne? Also Florges ist ja ein richtig gutes Special Brawl, aber er hat auch mega einfach, hat auch gute Special Attack. Ich wechsle hier auf mein Nidoking, was vom Typ Gift Boden ist und somit mit einer Giftattacke Florges schön gut einheizen würde. Aber er wechselt hier aus seinem Toxicroak, was auch ein guter Predict war, dass hier die Giftattacke kam, aber ist auch klar, ne? Aber hier weiß ich auch gar nicht, wieso er drin geblieben ist, weil eine Bodenattacke knockt ihn natürlich aus und das ist dann auch mit dem Earth Power. Und hier weiß ich auch nicht, wieso er auf Amagaga gewechselt ist, das habe ich mich auch ein bisschen gefragt, weil der Earth Power tötet ihn auch und da ist er auch schon, hat er auch schon aufgegeben. Also mal wieder jemand aufgegeben hat, aber ich fand das eigentlich recht gut, der Kampf so an sich, wie er angefangen hat. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal mit aufnehmen und so nebenbei, ich nehme jetzt nicht nur Kämpfe mit auf, wo ich immer gewinne, nicht, dass ihr es denkt, sondern ich nehme halt interessante Kämpfe mit auf, die man gut kommentieren kann. Und wenn ich auch mal verliere, wird das so sein. Also nicht denken, dass ich jetzt nur Kämpfe nehme, wo ich nur gewinne. Also nur so by the way. Aber es war eigentlich auch einer der ersten Kämpfe, den ich mit dem Team hatte. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder zurück und ich bin diesmal hinten wieder und mein Gegner ist vorne. Dieser sweete Boy mit, nein, okay, mit Nidoqueen, einem Celebi, einem Gardevoir, Zubris, Aerodactyl, ich glaube, das war auch sein Mega-Pokémon, und Flampivian, und ich wieder mit meinem gleichen Team. Er fängt mit seinem Nidoqueen an, und ich fange wie immer mit meinem Klavion an, und er wechselt hier aus. Damit, ich wollte nämlich einfach nur auf meinen Reflect gehen. Ich dachte aber, er wird eine Bodenattacke einsetzen. Aber ich dachte mir, okay, soll er ruhig machen. Dann kommt wahrscheinlich die Feuerattacke. Deswegen wechsle ich auch aus, um schön mit dem Flashfire einen Attack Boost für die Feuerattacken zu bekommen. Denkt mir, okay, mache ich wieder einen Fire Blast. Der leider daneben geht. Der hätte schon Aerodactyl. Ja, der hätte einiges an Schaden gemacht. Und da geht er für einen Earthquake. Ich wollte halt mal schauen, wie viel Schaden macht der Fire Blast. Und er hat schon ziemlich viel gemacht. Und da kommt er Burn. Zwar die Hacks, aber dafür war auch gerade neben, ist der Fire Blast daneben gegangen. Also es ist eigentlich okay. Und durch den Reflect ist eigentlich auch der Erdbeben, konnte mein Skelabra gut aushalten. Hier geht er für sein Zubris. Und hier wusste ich echt nicht, was soll ich gegen sein Zubris machen, weil ich habe keine Feenattacke. Ich habe zwar ein Klefki, aber keine Feenattacke auf ihm, weil macht man auch nicht. Und dann geht er natürlich für den Will-O-Wisp, alles, was so ein Zubris macht. Ich finde das einfach so ein extrem nerviges Pokémon. Und dann dachte ich mir einfach nur, ach, was willst du hier machen? Taunt war eigentlich intelligent von ihm, weil jetzt kann ich nur auf Foul Play gehen. Und ja, jetzt wollte ich aber nochmal, hätte ich nochmal meinen Reflect rausholen können, aber ist eigentlich egal. Hier bin ich auf Mega Anfall rausgegangen, weil ich dachte, okay, vielleicht geht er nochmal auf Taunt, weil mein Taunt, glaube ich, zu Ende war, oder war er nicht? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall bin ich hier auf Mega Anfall rausgegangen. Er geht für den Will-O-Wisp, was glücklicherweise daneben geht. Und da der Thunderbolt hat schon einiges abgezogen, dann dachte ich, okay, noch ein zweiter Thunderbolt sollte ihn töten. Aber er geht für den Recover und das war natürlich grandios. Aber mein Ampharos schafft es wieder durch die Konfusion durchzubrechen. Dann dachte ich mir, okay, ich spiele das Spiel jetzt so lange weiter, bis vielleicht die Konfusion endet. Und da endet sie auch schon. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mit dem Thunderbolt angreifen. Er wird wahrscheinlich wieder auf den Confuse Ray gehen. Und damit ich, wenn ich Glück habe, kann ich ihn töten. Aber natürlich, da ist dann das Pech und ich kann ihn nicht treffen. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los, dass er mit Recover macht. Und ich wusste echt nicht, was ich gegen ihn machen soll. Aber ich habe ja wieder Glück. Meine Konfusion ist vorbei. Dachte, okay, jetzt schaffe ich es vielleicht.
und noch ein Thunder Bolt, dann reicht das. Aber natürlich treffe ich mich selber mit der Konfusion und das ganze Spiel geht wieder weiter. So, das ist echt dumm mit einem Zubiriss. Ich hasse das Pokémon. Aber ich hatte auch nichts gegen das im Team, deswegen dachte ich mir, mache ich das lieber so weiter. Hier ist er endlich auf den Bolo-Wisp gegangen, was doof für mich war, aber ist halt so und ja. Dann muss ich halt auch irgendwann auswechseln. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht noch ein Thunderbolt. Töte ich ihn hier vielleicht noch mal mit einem Critical. Weil man hat ja immer noch die Hoffnung auf einen Critical in dem Moment. Aber nee, stimmt, genau. Ich bin ausgewechselt. Bin auf mein Porygon gegangen, weil ich wusste, dass er jetzt auf Recover geht. Dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Er geht auch erstmal auf den Will-O-Wisp, was okay ist. Ich gehe aufs Toxin, damit ich ihn erstmal jetzt grundlegend Schaden machen kann. Dachte ich mir, ja, soll er ruhig mich verbrennen, weil ich kann ja immer Recover machen. Aber da ist der Taunt und hier, das mit dem Try-Attack, das war eigentlich ein Versehen. Und das, was danach kommt, war auch ein Versehen. Ich bin nämlich ein bisschen dumm gewesen mit dem, weil ich wollte eigentlich gerade was anderes machen. Dachte mir, okay, mach es eine Runde, hab vergessen. Psychic, er ist ja vom Typ Psycho und Licht. Und naja, aber ich hatte auch nichts gegen ihn, konnte ich ihn halt nicht angreifen. Dann dachte ich mir, okay, gehe ich einfach wieder auf einen Try-Attack, selbst wenn es nichts bringt. Hauptsache, durch ein Gift verliert er Schaden. Und da ist Taunt ist dann auch weg und er hat seinen Celebi eingewechselt, was auch eine schöne Sache für ihn ist, weil ist halt so, er ist auch schon bei plus 3 und da dachte ich mir schon, okay, jetzt habe ich Angst. Ein plus 3 Celebi macht einiges an Schaden. Die Sache ist, was soll man da jetzt machen? Jetzt ist er auch noch schon bei plus 4, meine Konfusion ist aber vorbei, dann dachte ich, okay, gehe ich nochmal auf den Toxic und ich kann eine Special Attack aushalten, weil ich spiele mein Porygon 2 spezialdefensiv und nicht physisch defensiv, aber er macht Baton Pass oder wie das immer heißt und damit habe ich echt nicht gerechnet, dass er das macht. Und der Psyshock mit dem Critical, der hätte eigentlich auch schon so mich getötet, aber egal. Nidoking wechsle ich dann ein, weil ich dachte mir, okay, Sludge Wave reicht und ist auch Gardevoir down und ich bin ja schneller als sein Gardevoir, also ist alles okay. Und da wechselt er sein Nidoqueen ein, wusste jetzt auch nicht ganz genau wieso, weil ein Ice Beam macht ihm schon einiges Schaden. Stealthrock sollte er halt setzen, aber bringt ihm jetzt auch nicht so viel. Vielleicht ein bisschen gegen meinen Hunchcrow, aber sonst nicht, ne? Und dann wechselt er auch dann Manitan ein, wegen dem Ice Beam, was auch intelligent ist und soll ruhig machen. Dann wechsle ich halt aus zu meinem Chandelure und habe wieder die Feuerattacke predicted, aber er ist intelligent auf den Rock Slide gegangen. Und das war eigentlich auch gut von ihm, aber egal. Dann wechsle ich wieder meinen Nidoking ein, dachte mir, okay, dann mache ich einen Earth Power, dann ist er auch da. Und ich wollte halt eigentlich auswechseln und mit Flash Fire dann schön viel Angriff nochmal rausholen. Aber er ist dann auf den Rockslide gegangen, leider. Und da geht er nochmal auf den Nasty Plot, was natürlich nicht so schön ist. Aber der Flamethrower sollte ihm schön einiges an Schaden machen. Und ein zweiter Flamethrower sollte es dann auch killen. Das macht den Giga Drain, reicht aber nicht. Somit kann ich ihn dann mit einem zweiten Flamethrower töten. Also das Match ist echt knapp, wie man bisher sieht. Also okay, ich habe zwar noch 4 Pokémon, aber dennoch. Jetzt kommt ein Bon Jovi rein, was so extrem nervig ist. Ich hasse es. Und dann muss ich mich natürlich selber treffen mit der Konfusion. Es ist so krass, ja. Und da kommt auch noch der Will-O-Wisp. Also der trifft natürlich auch und Konfusion und ach. Ja, ich dachte mir, okay, Sludge Wave. Eigentlich hätte ich hier nicht auf den Sludge Wave gehen sollen. Aber egal. Ist jetzt halt so, im Nachhinein denkt man sich mal, das hätte man besser machen können, aber egal. Ich wechsle auf meinen Hunchcrow aus und denke mir, okay, soll er ruhig mich Will-O-Wispen, aber ich habe Glück gehabt und der geht daneben und Brave Bird tötet ihn dann auch endlich, weil, okay, an sich, hätte mich Will-O-Wispen, wäre zwar mein Attack gelowert, aber dennoch, komm, ich habe noch 2 andere Pokémon und hier gehe ich für den Sucker Punch und damit habe ich ihn eigentlich auch getötet und ja, somit war es das eigentlich mit dem Match. Bisschen länger, nerviger auch teilweise, deswegen, ja, ich hoffe, euch hat dieses Match trotzdem gefallen. Ich würde sagen, ein drittes Match gibt es trotzdem noch mit dem gleichen Team, also sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch mal wieder und, da seht ihr auch schon sein Team. Ich bin diesmal vorne und er hinten und mein Gegner, The Mysticus, hat auch ein Hunchcrow, ein Azelf, ich glaube, wie heißt das? Ich weiß gar nicht. Ein Capoeira, ein Florges, ein Nidoking und ein Milotic und ich muss ehrlich sein, ich habe noch nie gegen ein Milotic gekämpft, ich wusste gar nicht, was das kann, also wirklich gar nicht, deswegen, naja, habe ich einfach mal einen Clefki hier rausgeholt, dachte mir, okay, kannst du ein bisschen mit ihm seine Screens halt erstmal rausbekommen, erstmal ein Lightscreen, weil ich dachte, okay, er sieht danach aus, als würde er speziell angreifen und danach mein Reflect, ganz normal, er geht aufs Gold, macht nicht so viel Schaden, aber da hat er den Burn, was natürlich so toll ist und ach, kommt schon, der Burn, ach ja, toll. Thunder Wave mache ich dann erstmal, dachte ich, okay, ich weiß jetzt zwar nicht, wie schnell er ist, aber mache ich vielleicht erstmal eine Donnerwelle und dann wechsle ich aus,
weil, ja, was soll jetzt Klefki noch machen? Eigentlich nichts Besonderes. Wechsel auf mein Ampharos. Er macht, geht nochmal auf Siedewasser und bekommt natürlich einen zweiten Burn. Ach ja, es ist so grandios, die Hacks heutzutage. Und dann dachte ich mir, okay, Donnerblitz sollte ihm einiges an Schaden machen, aber er hat es ausgehalten. Also hat er wahrscheinlich eine hohe Spezialdefensive und der Mirror Code reicht aus, um mich zu töten. Ich dachte wirklich, der Donnerblitz reicht aus, hat er aber nicht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber okay, wechsle ich auf meinen Porygon 2 halt aus, dachte, okay, ein Psychic reicht. Hat aber auch nicht gereicht. Wer hätte das gedacht? Eigentlich hätte ich auf die Tri-Tech, auf Strike-Tech raufgehen sollen. Und hier war mein Fehler. Ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich auf den Tri-Tech gehen, weil es hundertprozentig mehr Schaden gemacht hätte. Allein im Stab. Und natürlich habe ich mich verklickt und bin auf die Psychokinese gegangen. Und ja, Tri-Tech. Damit ist auch sein Milotic down. Also so ist das Leben. Ich dachte auch, ich wäre auf auf Tri-Tech gegangen. Aber dann am Ende hat sich dann halt herausgestellt, dass ich auf Psych gegangen bin. Psychic gegangen bin, so. Und dann gehe ich erstmal auf Toxin wegen seinem Flawless, weil Flawless ist eine Wall und die kann man schön dann auch immer mit Toxinen treffen, das ist mir eigentlich recht gut. Da geht auch für seinen Moonblast, ich gehe für Recover, möchte so ein bisschen das Stall-Spiel spielen. Jedoch ist das nicht so seine Sache und er denkt sich, okay, komm, mach ich nochmal Calm Mind, soll er ruhig machen. Ich gehe auf Tri-Attack, macht zwar nicht viel Schaden, aber der Poison Damage macht viel Schaden und der Moonblast, naja, der macht auch einiges an Schaden. Und hier hätte ich eigentlich auf Recover gehen sollen, aber ich weiß gar nicht, wieso ich nicht auf Recover gegangen bin. Egal, ich wechsle hier auf meinen Klefki und Alter, das hat echt viel abgezogen. Also ich dachte, mein Klefki hält's aus, hat es aber nicht ausgehalten, aber egal. Somit ist mein Flog ist down. Ich wollte halt nicht mein Porygon 2 sterben lassen, deswegen, ja, habe ich lieber ausgewechselt. Klefki brauchte ich sowieso nicht so ganz im Match und ich wollte auch nicht mit meinem Skelabra gegen das Hunchcore antreten. Deswegen wechsle ich auch aus auf mein Nidoking, was eigentlich ein unnecessary Crit war mit dem Ice Beam, denn er hat es getroffen, aber der Crit war echt unnecessary. Dann wechsle ich auf seinen Azelf aus, was mich mit einer Psychokinese extrem gut treffen würde. Und Alter, die hat echt viel abgezogen. Da wusste ich, okay, der ist Choice Backs, das heißt, er kann, also er hat eine erhöhten Spezialangriff, kann aber nicht wechseln. Dann dachte ich mir, okay, wechsle ich jetzt auf meinen Hunchcore aus mit einem Sucker Punch, finish ich ihn. Ich dachte einfach, okay, mein Skelabra hält das aus. Also, boah, die Psychokinese hat echt viel abgezogen. Damit habe ich nicht ganz gerechnet. Er geht hier für den Ice Punch. Ich weiß nicht, ob der Crit jetzt necessary war, aber egal. An sich ist nicht so schlimm, weil ich wechsle hier auf meinen Porygon aus und er geht auf den Earthquake. Ich halte es aus, gehe aber erstmal auf Recover, weil ich wusste, okay, ich halte es aus, weil ich ein defensives Porygon bin. Eigentlich spezialdefensiv, aber dennoch halte ich auch was in der physischen Defensive aus. Und ich wusste aber auch gar nicht, ob das ein spezielles oder physisches Nidoking ist. Obwohl, doch wusste ich eigentlich schon. Stimmt, der hatte nämlich Ice Punch, also wusste ich das eigentlich schon. Da dachte ich mir, okay, halte ich mich erstmal auf. Und er wechselt aus, was auch gut ist, denn ich wusste, dass er jetzt entweder auswechselt oder selbst wenn ich ihn treffe, dann. Also, selbst wenn ich jetzt nochmal Recover mache, hätte es sich jetzt nicht ganz gelohnt. Ich gehe jetzt hier auf den Psychic. Obwohl, ich wusste eigentlich nicht, dass er auswechselt, weil dann wäre ich auch auf den Psychic gegangen. Also nehme ich das zurück. Aber der nächste Psychic reicht danach aus. Und dann kommt sein Nidoking wieder rein. Und ja, eine Psychokinese sollte ihn eigentlich auch schon viel Schaden machen. Und das ist auch die Tatsache. Aber dennoch tötet er mich jetzt mit einem weiteren Erdbeben. Aber es ist nicht so schlimm, denn ich habe ja ein weiteres Nidoking. Also ich habe ja selber noch ein Nidoking. Und das ist speziell ausgelegt und sollte ihn eigentlich mit einem Eisstrahl töten. Jetzt ist die Frage gewesen, welches ist schneller, seins oder meins? Ich wusste es nämlich nicht, ob das jetzt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was sein Wesen ist. Auf jeden Fall, ja, ist jetzt die Frage. Ich bin schneller und mit einem Eisbeam kann ich ihn dann auch ausnocken. Und somit GG, sehr, sehr, sehr knapp. Und ja, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part viel Spaß bereitet. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und ciao.